Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle StarCraft 2 Heart of the Swarm. Ihr seht schon, die Lobby ist brechend voll. Wie immer ist natürlich mit dabei der Krischi. Moin moin. Moin. Dann haben wir uns einen Zuschauer dran geholt, den Sikto. Herzlich willkommen. Hallo. Dann den Stereotype, den kennt ihr ja schon aus zwei Battles. Auch hallo an dich. Oder auch nicht. Hallo. Ist er noch dabei? Der ist da, ich glaube, der hat immer Push to Talk, weil er ein bisschen Probleme mit seinem Mikro hat. Achso. Ja, ich bin da. Okay. Und zu guter Letzt noch der Christoph. Moin, moin, moin. Auch an dich. Ja, könnte gleich verwirrend werden mit den Namen. Wir haben einen Christopher, zwei Christoph. Das wird alles super. Wir spielen jeder gegen jeden. Fünf Mann. Tempo schneller auf der Map. Giftige Slums und Krischi, ich würde sagen, hau raus das Ding. Jo. Sascha und ich nehmen beide auf. Richtig. Laden dann beide Sichten hoch und dann mal gucken, ja. Gibt leider keinen Observer-Modus, nachdem man rausgeflogen ist. Ja, das stimmt. Ach du Scheiße. Uiuiui. Leider. Eine 8-Spieler-Karte eigentlich, aber wir sind nur 5. Ach du Scheiße. Was ist das denn für eine Map? Mal gucken, wer jetzt auch wo ziemlich sitzt. Ziemlich groß. Das heißt, man kann auch nicht sagen, dass irgendwer jetzt da sitzen muss und sitzen muss und sitzen muss, sondern es kann auch immer sein, dass eine Basis leer ist. Ja. Oh, okay. Alles klar. Genau. Genau. Das gehört sich so. Wie top. Ja, ja. Meine Güte. So. Ist ja gut. Ich beruhige mich dem Gruppendruck hier. Sehr schön. Nächste Gruppenzwang funktioniert doch immer wieder. Ja, wir spielen alle zufällig, keiner weiß, welche Klasse der andere hat. Richtig. Sei denn, jemand scoutet jetzt schon mit irgendeiner Baueinheit. Ich war Christoph, aka Stereotype. Das war ich. Ey, komm, der Runde immer beschuldigst du mich. In drei unserer vier Duellen hattest du direkt nach 2 Minuten deine Baueinheit vor meiner Basis. Basis ist ja alles andere als klein. Die Karte ist riesig, ja, das stimmt. Ja, auch die Basis, die man so hat. Ja, stimmt. Oh, was fällt mir jetzt ist auf? Viel Platz. Die ist ziemlich groß. Was? Komm in die Gänge hier. Ach Gott, ja, das kann jetzt natürlich sehr gut sein, oder beziehungsweise wird auf jeden Fall so sein, dass es eine recht lange Folge für euch wird. Oh ja, obwohl wir auch schneller spielen, oder? Ja, also eben gerade hatten wir schon ein Match zu viert gemacht, da hatten wir 45 Minuten gebraucht. Oha, na dann. Allerdings hatte sich da auch jemand als sehr hartnäckig herausgestellt, der seine Niederlage einfach nicht eingestehen wollte. Ich war Krischi. Ich hab dich noch platt gemacht, Junge, obwohl ich schon eigentlich total aufbauen musste. Aber da hat ja auch kein Schwein mehr gerechnet, ey. Dass du plötzlich mit einer Armee von 40 Viechern ankommst. Das geht. Oh, aber das Match hatten wir noch nicht aufgenommen, das war quasi so eine Testrunde. Oh, das war Aufwärmrunde. Ja. Ich bin echt mal gespannt. Ja. Vor allem denke ich mal, bei 5 Leuten ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Rassen vertreten sind, auch recht hoch. Also ist auch noch spannend. Ah, wer weiß, bei 4 Leuten. Gut, ja. Okay, bei unserem ersten 4-Spieler-Spiel waren plötzlich alle 4 Protoss. Das war auch so. Ich weiß gar nicht, wo man hingehen soll, so wenn man expandieren will. Ja. Das ist eine. Einen direkt daneben, aber sonst. Ich glaube, es sind aber 4 Gold Basen in der Mitte. Ja. Ja, das aber in der Mitte. Dahin erst ja, in der Mitte, da muss man erstmal hin. Oder einfach den Mut haben und hingehen und hoffen, dass es kein anderer tut, ne? Na klar. Also. Ich sag mal, es kann gut gehen, muss aber nicht natürlich. Ne? Ja, die hört das nicht. Er auch kann. So, dann wollen wir mal weitermachen hier. Ja.
Zack. Noch ist Grischi nach Pfeifen zumute. Ja, noch. Noch lebe ich, noch ist alles gut. Noch. Noch. Ja, wer weiß, was ihr hier alle für Taktiken und Ziele verfolgt. Tja. Und auf was ihr für perverse Ideen kommt. Ja, Ziele? Taktiken? So was spielt man heutzutage? So was kann man in diesem Spiel machen? Das ist schon mal sehr interessant. Hallo? Ja klar, wer ist Zerg? Wer rusht? Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Direkt Rush, ey, ich glaub's ja nicht. Das ist alles mit What ökonomischer Basis. Alter, irgendwas stimmt hier echt nicht. Ich sag mal, ich erforsche gerade ein wenig und irgendwie ist auf der halben Map niemand. Daran liegen, dass wir, dass du tatsächlich da bist, wo die drei leeren Spots sind, ne? So, einen habe ich jetzt gerade schön entdeckt. Warte mal. Christoph, was soll das? Welcher? Der Protoss hat. Der andere hat Terraner, ich weiß, aber. Ich glaube, ich bin gleich draußen. Ich hab da so ein Gefühl. Christoph, geh mal weg mit deiner Sonde da. Was willst du da? Was soll der Bullshit? Er will Sondierungsgespräche mit dir führen. Kannst du ihm das nicht nachsehen? Das ist ja Bullshit. Jetzt habe ich gerade viel zu viel Zeit verschwendet. Hör ich wiederum sehr gerne. Ja. Jetzt mal ab hier. Jetzt! Ab. Aber wo ist denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? So. Aha, gut zu wissen, Krischi. Hallo, Sascha. Oh, hallo. Warte mal, wer greift denn da gerade Christoph an? Ja, wer wohl? Ja, irgendein Zerg. Oh. Warte mal, ich bin jetzt gerade verwirrt. Wer ist jetzt wer? Nein. Bei Christoph und Krischi sind, weiß ich schon mal. Signo wird dann da oben sitzen, und aber bei dem habe ich keinen Schimmer, wer er ist. Das hast du gerade gesehen. Achso, dann bist du der Zerg, okay. Ja, ich bin der Zerg. Oi. Christoph, das war aber jetzt. Ja, bei einem Rush. Das kann man nicht als Rush bezeichnen. Ja, doch, ist ja schon. Naja. Bei einem kompetent ausgeführten Plan, sagen wir es mal. Oh, genau. Oh, jetzt hab ich schon wieder Scheiße am Dampf. Unsere Drohnen werden angegriffen. Das finde ich aber uncool. Warum glaube ich, dass die Runde kürzer wird als gedacht? Das habe ich jetzt auch so nicht erwartet, muss ich sagen, liebe Leute. Krischig ist auch schon hops, oder was? Nee, noch nicht, aber hier laufen Dinge sehr anders, als ich gedacht habe, muss ich gestehen. Hm. In der Tat. Das Gefühl kenne ich. Ey, achso, warte mal. Warum mache ich denn so ein Bullshit hier eigentlich? Weil man es nicht anders von mir kennt, ich weiß, aber... Ah, da ist er. Doch, doch. Nein.
Lass das Ding in Ruhe. Ah, das wird überleben. Das wird alles überleben. Alter, what the fuck? Oh ja. Ups. Mutation abgeschlossen. Ihr merkt schon, viel gesprochen wird nicht. Wir sind alle in einer Konzentrationsphase. Oh ja. Was denn hier los? Meine Güte, was soll denn der Bullshit? Hallo? Tschüss. Ja, das ist gut. Das ist auch nicht verkehrt. Ist das gut? Wieso habe ich ihn jetzt schon wieder... Oh. Bullshit! Bullshit, sagt er. Bullshit. Oh ja, warte mal, das ist wichtig. Doch so ein bisschen. GG. Rede doch mit uns, Thor. Ja, tja. Also, what the fuck? Meinst du das jetzt ernst? Wenn eine Armee Zerg ankommt direkt am Anfang, hat man keine Chance. Bist du echt raus? Ja. Ist er doch schon eine ganze Weile. Oder nicht? Nee. Ja, aber dass er jetzt GG'd. Kam dann doch etwas überraschend. Ja. So. Hatte ich ja doch nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht. Aber noch leben, ich sagen wir es mal so. Achso. Also nicht so wie ich letzte Runde. Ja, so fies spiele ich nicht. Ey, es war nicht fies. Ich hatte halt noch ein paar Drohnen übrig und habe mir noch eine geheime Basis gebaut und nochmal angegriffen. Und aber Sascha damit platt gemacht. Gesagt und ich in der Ecke verkrochen und gehofft, dass das Ding da nicht höre. Ja, genau. That's the spirit. ja, was? Oh, ich sehe da einen Zerg neben mir. Hallo! Siehst du? Hallo! Also, ich finde, ja, Terraner und Zerg sollten eine friedliche Koexistenz anstreben. Eine friedliche Koexistenz? Ja, das ist genau das Ziel dieses Spiels. Es predigt ja Frieden und Zusammenhalt und. Was hast du denn geraucht, Krischi? Darf ich dir nicht sagen? Mutation abgeschlossen. Ja, sicher, Krischi. Sonst geht's dir gut, wa? Hey! Oh, Scheiße! Oh, direkt vor meiner Haustür, ey! Alter, da hinten wohnt der Alte. Oh shit, Sascha, das kannst du doch nicht machen. Wir müssen doch. Hey, Christoph! Hey! Was ist los? War schon wieder so kackendreist, der Typ, ey. Das Beste daran ist, dass du nicht wusstest, dass ich da bin. Nee, wusste ich nicht. Oh, er wieder mit seiner Massenflugarmee. Darfst du doch keinem sagen! Flugarmee habe ich gehört. Gabi? Da wird direkt Luftabwehr gebaut. Was kommt denn da an? Oh! Was ist das denn? Fahren wir uns halt mal und bringen dich um. Oh shit! Oh shit! Er hat getarnte Einheiten, das finde ich jetzt aber uncool. Alter, what the fuck? Getarnte Einheiten habe ich gehört. Ja! Die auch. Okay. Oh! Achso, oh, ich hab schon gedacht, da lief ein Tank rum. Tja, Leute, da.
müssten wir mal ein bisschen umdisponieren. Oh, Arsch. Oh, braucht man langsam wieder so ein bisschen was in Richtung Drohnen. Ich ein bisschen mehr nicht. Das ist jetzt aber gar nicht. Was ist los? Ich sag, das ist mein Plänen nicht sehr zuträglich, so. Was hier gerade passiert. Plänen? Ja. Ja. Gerade verstanden, das ist einem Let's Play nicht sehr zuträglich, nein, was hier gerade passiert. Nein, Plänen. Hä? Los mit Let's Play. Och Mann, was ist das? Bullshit! Oh ja. Da triffst du. Ach ja. So. Ich merke gerade mal, dass der Ingame-Sound bei mir ganz schön leise ist. Ich hoffe, ihr versteht trotzdem genug. Hoffentlich. Sonst die armen Leutchen. Na ja, gut. Oh, Christoph wurde tatsächlich jetzt endgültig besiegt. Tja. Unsere Streitkräfte werden schade. Wo willst du mit deinen Overlords hin, Krischi? Oh, sie werden angegriffen. Ich seh's gerade. Genau in meine Luft an. Ich fürchte, das ist nicht gut, was hier passiert. Aha. Stell dich mal nicht so an hier. So. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Der Schwarmcluster angegriffen. Sascha muss sich erstmal räuspern. In der Tat. In der Tat. Finde ich jetzt aber nicht cool, was hier passiert. Krischi geht unter die Schweizer. Ja. Wer hat's erfunden? Oh, ich weiß nie, wie ich mit Zerg eine ausgeglichene und gute Armee bauen kann. Protoss und... Einen pur. Ja! Das Einzige, was kann ich dir doch mal was zeigen. Ich kenne da so ein paar schöne Sachen. Okay, das ist gut. Aber ich kann Protoss und Terraner gehen, aber Zerg und ich sind echt einfach nicht so die... Nicht so die Best Friends. die jetzt sofort miteinander auf Anhieb miteinander klar kämen. Die große Frage ist natürlich wieder, wohin Krischi sich diesmal verschwindet. Hab ich nicht. Nein, Krischi, ganz bestimmt. Ganz, ganz bestimmt. Das hat letztes Mal so schlecht funktioniert, diesmal nicht. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal. Generalien. Ich glaube nur nicht so die... Was? Oh. Ich bin auf Versorgungsdepots. Mhm. Ah, ich weiß ja noch gar nicht so, was die anderen für Wasser haben. Dann weiß ich jetzt wenigstens, was Sascha hat. Ah, ja. Ist wohl so. Ich wusste nicht, dass das noch ein Geheimnis ist, dass ich... Ich auch nicht. Ich war noch nicht so viel scouten. Ich hab ein bisschen... Oh, 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 was läuft da denn rum? Finde ich ja gar nicht so schön. Ja. Schrei doch nicht so rum, Christoph, Mensch. Ich merke, da haben sich zwei gefunden. Das halte ich ja für ein Gerücht. Ich auch fast, du. Ich auch fast.
So, okay. Ja, mach mal da bei dem Zerg weiter. Da kannst du. Das Zerg? Was? Ich glaube, er redet mit Sektor. Genau. Ja. Ich wusste gar nicht, dass irgendwer weiß, wo meine Arme. Au, 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 da ist er. Oh, oh, oh. Da war ich ja hier ganz richtig. Ja, ich war die kleine Armee, die du eben gerade zerstört hast. Ja, das habe ich gesehen. Ich war so am Rande aufgefallen. So. Warum das denn? Ey, Krischi, da wollte ich landen. Gehst du wohl weg? Was machst du da? Flieg woanders hin. Nein, auch nicht dahin. Ja, sicher. So, machen wir nochmal das hier. Was da? Und wenn du schon mit deiner Basis wegfliegen musst, weißt du, der mich platt gemacht hat. Okay, Christoph muss also vor Sigdo scheinbar flüchten. Ja, Sidko ist ziemlich heftig. Sigdo, nicht Sidko. Sidko, Entschuldigung. Nein, nicht Sidko, Sigdo. Das so. Macht er absichtlich, weil du ihn besiegt hast. Ja. Das kenne ich irgendwie von den hauptsächlich habe ich noch zwei Zerg als Gegner. Ah, da habe ich ihn gefunden. Nee, glaub, seine fliegende Basis. Da überall, Leute? Nee, seine fliegende Basis, meinte ich. Kannst du in 5 Minuten wiederkommen? Ich bin ja gerade am Aufbauen. Das wäre nett, oder wie? Lol. Lol. Hallo? Wer kommt da? Oh oh. Krischi, was machst du denn hier? LOL, da kommt's auch! Oh mein Gott! wohin jetzt? Von der einen Seite kommen sie, von der anderen Seite kommen sie, von da vorne kommen sie. Das ist aber fast mal sehen. Ah, da sitzt der Christoph. Da sitzt der nächste Christoph. Oh nee! Komm ich doch noch gar nicht wieder auf, Frau Kines. Du willst nicht mal deine Overlords da wegziehen? Vielleicht hast du nämlich keine mehr. Ey, 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 ey! Achso. Oh, 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 da kam Sikto. Nee, nee, nee. Böse. Böse, böse. Oder? Hier war er doch gerade, oder nicht? Ja. Alter, wie viele sind denn das hier? Viele. Oh ja. Egal. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Nix da! Sascha, unser Held! Uff, ne Fresse! Oh shit. Doch nicht so ganz. Krischi, greifst du mich gerade ernsthaft? Nein, das war eine Einheit, die ich da noch rumlaufen hatte. Einsam und verloren. Okay, ist der Kopf gemacht. Naja, ich hab noch. Na, okay, so viel ist es nicht, aber. Einen kleinen Trupp habe ich noch. Oh shit. Okay, also Sascha gegen Sektor. Ihr seid doch auch noch da, oder nicht? Aber wir sind beide Krischi quasi getroffen. Krischi probiert wieder so zu tun, als wenn er aus dem Spiel ist. Psst. Nein, er ist nur im Spiel. Nein! Wer kommt denn da an? Aufhören! Sektor! Aufhören, Sascha. Was ist da passiert? Okay.
Unsere Drohnen werden angegriffen. So, komm, dann nehmen wir... Nee, Krischi ist leider nicht nochmal. Ey, warte, was habe ich jetzt gerade gebaut? Ah ja, genau, das habe ich gerade gebaut. Oh Gott, oh Gott. So, was machen wir denn jetzt hier mal? So. Immer noch schweigen. Ja. Trauer. Trauer. Keine Lust. All den gefallenen Helden. Eieieiei. Boah, ich bin mal gespannt, wie das alles aus Saschas Perspektive aussieht. Oh, man sieht hauptsächlich meine Basis. Ich bin ja nicht so der Offensive. Das stimmt, aber du bist wenigstens noch am Leben. Ach, da hab ich noch gar keine Tinkers-Dingens gebaut. Ja, gar nicht. Da stehen keine mehr. Ach du Scheiße, ich hab ja gar kein Gas mehr. Das höre ich doch gerne. Ich aber auch nicht. Oh! Da kommt das Signal wieder. Ich würde sagen, da ist ein Zusammenprall großer Armeen. Nee, meine ist nicht mehr so groß. Das ist nur noch ein kleiner Vorstoß von ihm hier. Nee, das ist meine ganze Bodenarmee, die bis jetzt über ist. Noch. Hast du jetzt gesagt, das Bodenarmee gefällt mir nicht? Ach Mann. Ich will mich echt verraten. So, das stimmt, das war echt. Oh fuck. Dann kann ich ja nochmal wiederkommen. Ja, nee, warte mal. In so ein paar Minuten kannst du gerne wiederkommen. Sascha baut jetzt erstmal Anti. Oh, was ist das? Ja, was das Fingas angeht, bin ich auch, sieht's bei mir auch relativ mau aus. Wieso ist denn das ganze Zeug schon abgebaut da? Leck, oh, okay. Ich wollte gerade sagen. Den hatte ich jetzt aber auch hier. Okay. Ich war gerade an der Stelle, wo ich nichts sehen konnte. Da. Immer sinnvoll. Ja. Christoph, ist das eigentlich ein ganz da unten in der Kuhle? Richtig, der Lag. Warten auf Spieler, Stereotype. Ja. Christoph ist noch da? Welcher Tag ist denn da oben? Ist das Chris? Ist jetzt echt verwunderlich, weil wenn er rausfliegt, müsste ich eigentlich auch rausfliegen. Was? Da ist jemand rausgeflogen bei Skype. Echt? Ich glaube ja. Hab ich gar nicht gehört. Okay. Ich habe gerade so ein dieses Auflegezeichen von Skype bekommen. So. Okay. Nicht cool. Wo soll ich denn hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ja, das frage ich mich ja auch gerade so ein bisschen. Ich warte mal. Moment, ihr bleibt mal da. Ich brauche mal gerade eine neue Basis, Krischi. Aber Stereotype hat das jetzt Spiel auch noch nicht verlassen, oder? Ich glaube nicht. Ich? Es tut mir sehr leid. Ach, Stereotype ist auch draußen? Nee, der spielt noch. Oh nein! So. Ja, jetzt bin ich wirklich raus. Das war's. Alter Leute, ich bin gerade monstermäßig überfordert hier. Nein! Ach, kacke. Bei mir laggt das gerade richtig. Ja, bei uns auch. Eigentlich überhaupt. Nö, nee, bei mir auch nicht. So, dankeschön. Das brauchte ich nochmal. Ja. Platzvertrag wurde besiegt. Ja. Ha. Ja, jetzt bin ich wirklich raus. Das war's. Alter Leute, ich bin gerade monstermäßig überfordert hier. Nein! Ach, kacke. Bei mir laggt das gerade richtig. Ja, voll. Eigentlich überhaupt. Nö, bei mir auch nicht. So, dankeschön. Das brauchte ich nochmal. Ja. Platzvertrag wurde besiegt. Ja. Cheete, ich brauche. Blöd. Was soll denn der Bullshit hier? Kann jetzt auch nicht hier raus. Tja. Ich mach mal einen Anti-Spoiler-Bildschirm. Ich lasse das hier jetzt einfach mal so weiterlaufen. Aber ich kann jetzt auch nicht zugucken. Das ist halt total blöd. Ja. Auch nicht mal irgendwie als neutraler Beobachter. Oh! Oder so nee. Böses Sektor. Selbe Kack-Taktik, die Krischi immer benutzt. Einfach mit 1000. Ich hab ja vorher wenigstens noch Bodeneinheiten gebaut.
Oh, jetzt habe ich auch ein Monster-Deck. Ja, jetzt habe ich auch einen. Oh. Oh, was ist denn da? Das gefällt mir gar nicht. Siehst du, da hatte ich jetzt schon wieder einen Sound, dass jemand... Was ist denn? Bei 5 Leuten ist das Spiel überfordert, oder was? Minimal. Naja, 3 Leute sind nur drin, ne? Man muss im Notfall mal die Grafik runterstellen, dann funktioniert das. Wie sind denn da noch? Oh, da sind nicht mehr viele Mutalisten. Nee. Ich werde nicht x-mal auf dieselbe Taktik reinfallen. Jetzt ja gar nicht. Sterb! Mutalistenangriff zurückgeschlagen. Ich bin happy. So, Sascha, jetzt kontern. Ja, jetzt habe ich keine Armee mehr. Weg. Jetzt geht's gerade bei mir. Wie nicht genügend? Was ist da los? Hey. Boah, was ist denn das? Warum kann ich denn das bauen? Alter, jetzt leckt das Spiel aber auch krass bei mir. Okay. Warten auf Stereotype. Ja, what the fuck ist denn hier los? Wenn der jetzt rausleckt, das wäre natürlich gar nicht schön, aber jetzt hier nur noch 2. Ja. Ich kann. Kannst du gerade weiterspielen? Nee, ne? Nee, ich kann auch nicht weiterspielen. Ich habe auch dieses Wartaufspieler. Okay. Aber der wird wohl rausfliegen. Nee. Noch nicht. Ist schon merkwürdig. Alter! Was ist denn das? Aber er spielt hier auch noch normal. Er produziert Einheiten und alles. Okay. Und empfängt mich gerade. Oh Gott! Ich bin jetzt wieder da. Er ist wieder da. Yay. Lass den Sascha doch nicht so lange alleine und bauen da. Was? So meine ich. Ist meine Armee gleich down? Ja. Er ist tot. Jetzt suboptimal, würde ich mal sagen. Wie, du bist tot? Irgendwie hatte er da ein paar viele Einheiten, die mir ordentlich auf die Fresse gehen. Christoph kommt mit dem Comeback. Was? Heute. Er hatte so ein paar sehr viele Einheiten da. Wie sieht's denn bei ihm mit einem an aus? Sind da Lufteinheiten bei? Mal so aus Interesse. Die sind sich auf jeden Fall gerade wieder zu. Dann geht jeder einfach mal hin. So. Auf Verdacht. So, Christoph ist in der Mitte. Also Stereotype. Hey! Sascha greift zu ganz unfairen Mitteln. Was? Was? Will ich niemals tun. Nö. Stereotype, wir sind noch Freunde, oder? Das Sigi! Ich glaube, dass gleich eine Armee vor meiner Tür steht. Ist ganz ruhig hier. Mal gucken, ob da was geht. Ich kann leider mal nicht gucken, ob da was geht. Das Hauptmenü an. Bei mir ist jetzt nur noch Anti-Spoiler-Bildschirm quasi hier an dieser Stelle. Mhm. Hab da doch hingefunden. War scheinbar nicht. Hoffe ich mal. Einfach. Jetzt. So. Wie? Nee, alles ruhig. Ah, Gott, was denn hier los jetzt? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Ja, der Terraner hat's ordentlich drauf, wa? Ja, Christoph darf man nie unterschätzen oder abschreiben. Ich konnte ja keine Basis mehr aufbauen, ihr habt mich ja da und kaputt gemacht. Achso, nee.
haben wir dabei. Das ist eigentlich noch Ente. Alter, die Map ist auch so riesig. Ich hab keinen Schimmer, wo ihr seid, wa? Beziehungsweise, wo Sigtos Hauptbasis ist, weiß ich noch, aber das war's dann auch ungefähr. Wo ist denn die? Bin nicht wehrlos. Wollte dich nur warnen. Ich mach grad nur Detektoren, weil er sich hier verbuddelt. Ach, du hast das gemerkt? Ja. Das ist ja Bullshit. So. Wie gehen wir denn jetzt hier weiter vor, Leute? Ich brauche hier, warte mal. Na, wer tippt denn da? Gehen wir denn da jetzt weiter vor? Was machen wir da mal? So würde ich sagen, machen wir das noch fertig. Keine Möglichkeit, irgendwie als Observer zu joinen. Das tut mir leid, dass jetzt hier bei mir nur noch das Haupt. Da müsst ihr dann jetzt wirklich zu Seschas Folge wechseln. Shit. Shit höre ich immer gerne. Shit ist gut. Ist was Gas aus? Was mit Gas ist? Das sieht bei mir ganz schlecht aus. Ja, bei mir auch. Ich krüppel hier mit letzten Gas vorgekommen. Ihr seid alle noch schwer beschäftigt, ne? Also sagt ihr mir, ich muss einfach schön abbauen und dann gewinne ich irgendwann. Genau, weil die anderen kein Gas mehr haben. Und jetzt kommt alles noch. Ey, was soll denn der Scheiß jetzt hier? Oh, auf der Karte gibt's doch so viele Vorkommen. Ja, aber da sind so viele von besetzt. Trefft euch doch mal in der Mitte und macht ein großes Kamtam. Hey, ich bin in der Mitte. Ich wollte gerade sagen, in der Mitte ist eine große Basis von Chris. Oh, da hängen ja noch ein paar Motorsopfen. Finde ich sehr schön. So, wie machen wir denn das jetzt hier? Okay, ab jetzt habe ich einen Punkt. Jetzt kommen alle von allen Seiten, oder was? Das greift auch gerade an, oder was? Also ich mach grad nichts. Ich bin gerade ganz friedlich. Greift mich an! Nein! Ja, abgesehen von den 5 Mütters, die da hinten rumhängen. Ja, das Ding ist, ich... Oh! Jetzt hier los! Nee, das ist aber ganz schlecht! What the fuck, das ist jetzt noch am Leben. Jetzt bin ich überfordert. Ohne Spaß. Die 5 Mutas musste ich nicht konzentrieren, die machen nichts. Okay, ja, zu wissen. Okay, wenn du da natürlich hinkommen willst, dann habe ich da kein Problem mit. Jetzt bin ich wegen dir über dem Versorgungsniveau, das ist doch scheiße.
jetzt. Die Banshee habe ich mir verkauft. Mann, jetzt hast du die Base gefunden. Da kann ich anders sein. Dafür wirst du bestraft. Definitiv. Oh shit. Ja, ich hab jetzt zu Hause wieder so einen kleinen Arm. Ja, das glaube ich hier gerade. Oh, Sascha ist da. Was? Achso. Da! Was, das war nicht was, so was machen die Leute denn jetzt da? Ja, sicher, was hast du denn da für ne... Bullshit! Was denn? Was hast du denn da? Achso, hast du meine Verteidigungslinie da gesehen? Ja, das war aus Vorsicht. Weiß nicht, soll ich jetzt mal in deine Base da unten reinmarschieren, Stereotype? Ich werde es jetzt einfach mal probieren. Mach. Wenn er sagt, mach, würde ich vorsichtig sein. Warum? Sieht doch ganz gut aus. Immer diese überheblichen Leute, ey. Oh. Ja, das wird ja was. Ich glaube, es geht jetzt gerade so langsam zum Final Clash. Ja, ich weiß nicht, ich greife mal Stereotype an. Endlich. Was heißt endlich? Die sind hier alle 3 Minuten runtergekommen und haben probiert, mich umzubringen. Was? Da halt doch nicht. Nein, das wäre gemein. Fett! Da läuft ja noch ein spannendes Match. Ey! Was ist das denn da alles? Weißt du, was mir gerade einfällt? Es sieht so, wenn Sascha jetzt aushalten soll, dass keiner mehr da, der das Finale nicht aufnehmen kann. Stimmt. Egal, wir können aber noch. Ein Gebäude macht gut. Ja, aber nur als Gebäude. Geben! Lass das sie Gebäude mir meine ist natürlich der spannendste im ganzen Kampf. nee, das bringt ja nichts. Du musst ein Gebäude und ein WWF meinst, ne? Was weiß ich denn? Irgendwie, dass ich irgendwie zugucken kann. Ach, was, wir können doch auch hinter dem Replay noch sonst irgendwie zur Not den Rest. Ja, sicher, weißt du, was das für ein Schneideaufwand ist, Storm? Ja, du Replay machst das doch ist, gerne. Ein Replay musst du aufnehmen, etwa ein Replay kannst du nicht in Video reinschneiden. Weil ein Replay zeigt nur die Dateien, also zeigt sozusagen nur die Bewegung und sowas halt alles, also es dokumentiert das sozusagen halt, das sind im Endeffekt nur Befehle. Ah, okay, genau, das quasi das Replay ist, damit die das klein sind, genau. Kann, okay. Ja, na, also gut. So eine Replay-Datei ist ziemlich klein. Oh, so. Irgendwie so 25 Kilobyte oder so, wenn es hochkommt. So, Leute, das war's dann wohl von mir. Ich hab dem Sigmar nichts mehr entgegenzustellen. Bist du denn? Ich, da. Far, far away. Ist das so? Ja. Sagen wir mal ja. Ich bin noch ruhig, Pingas. Sie werden aufgedeckt in 20 Sekunden. Oh, shit. Aber so fertig bist du schon. Und dabei ist deine Armee da gar nicht mehr so groß, mit der, zumindest mit der angreift. Nee, es sind nicht viele, aber es ist eine schlagkräftige Truppe. So wie ich mir das jetzt vorstelle, hat Sekto eigentlich die ganze Karte und Christoph sitzt noch in der Mitte. Bei den Goldressourcen. Ja. Nein, ich hab nicht die ganze Karte, ich hab nur drei Basen. Echt? Ja. Warum musstest du mich denn da oben angreifen? Das ist immer so eine große Schwäche von mir. Ich kann nicht angreifen. Also ich weiß nicht, weil ich expandieren muss. Das krieg ich auch nicht hin. So, ich werde auch... Hey, der war da ganz in Ruhe und hat niemandem was getan. Vor allem war ich jetzt jedes Mal Zerg und Zerg kann ich nicht. Bei allen Gegner-Matches war ich bis jetzt, bitte? Einmal warst du Protoss. Ja, beim ersten Mal, also 2 gegen 2, aber beim jeder gegen jeden war ich bis jetzt immer Zerg. Tja. Ich hab mich getraut, da hinzugehen. So direkt neben meiner Base. Ich weiß nicht mal, wo deine Base ist. Die ist direkt daneben. Ach so. Sehr gut. Meine Flying Crawler waren fast in Reichweite. Ah,
Alles andere waren keine Mineral. Okay. Hat Stereotype wurde besiegt. Dann kommt's ja doch noch zu Feinde. Ich hab aber ehrlich gesagt, ich hab gar nichts mehr. Ich hab gar nichts mehr. Ich hab 40 Mineralien. Jawohl! Ja, aber 5 Ultralisken oder so. 3. 3. So ein bisschen hab ich hier nämlich noch was. Auf dich wartet. Ein bisschen! Ich dachte, du bist schon aufgedeckt. Aufgedeckt, ja! Ganz schnell wieder weg! Nee, das war. Also, ich lasse noch hingehen. Ja, gut. Oh, rein vom Radio hätte ich jetzt gedacht, dass Stereotype die beste Ausgangslage hat. Ja, dachte ich eigentlich auch die ganze Zeit. Nein! Ich hatte in der Mitte diese Goldblasen. Das Problem war, dass Sascha und Sitko alle 5 Minuten. Achso, ja, gut, das. Alle 5 Minuten von irgendeiner Seite kamen und mich angegriffen und meine halbe Armee umgebracht haben. Okay, da kannst du nichts machen, das ist wahr. Also ist Match vorbei, oder wie? Och, nicht ganz! Noch gebe ich mir nicht geschlagen! Au doch schneller, du Kackdeck! Ach, ich hab's. Okay. Das ist ein Ultralist. Man muss immer das Positive sehen. Gut. Wahrscheinlich hast du jetzt irgendwo auf der Map noch. Gut, vor. Hat er doch nicht. Licht. Ja, geiles Match. Also, Sitko uns alle platt gemacht? Ja. Sitko. Diesmal hab ich's gesagt. Nein, du hast Sitko gesagt. Nein. S-I-K-T-O. So. Nicht mal Level Up. Veteranern. Traurig. Aber auf dem zweiten Platz gelandet. Jawohl! Yo. Christoph hatte die falsche Taktik behandelt. Beziehungsweise wurde zu schnell angegriffen. Dafür, dass ich komplett vom Command Center wieder aufbauen musste, war es gar nicht so schlecht. Ich eigentlich auch, aber mich haben sie dann ja alle platt gemacht, bevor ich wieder aufbauen konnte. Ja, du bist dann immer so gierig und nimmst dann 3 neue Basen. Ja, da war noch alles frei. Ich dachte mir, vielleicht wird ja dann eine übersehen. Oder hätte ich nur eine gemacht, die wäre draufgegangen, wäre auch doof gewesen. Ja, ich wusste halt nie, wo ich mit meinen Basen hingehen sollte. War rechts war einer, links war einer und da wollte ich noch eine Basis nehmen. Dann kam Sascha direkt an und hat die wieder kaputt gemacht. Aber das ist eigentlich wirklich so, dass ihr alle erstmal auf der oberen Hälfte der Map angesiedelt wart? Also ich war und oben, Christoph war direkt neben mir. Ja, ich, ernsthaft, ich war mit dem Rechner da unten längs gegangen. Wer? Hier stimmt doch was nicht. Oh, da ist Stereotype endlich mal. Ganz schnell wieder weg hier. Und bei mir war das so, oh, eine Basis. Machen eine Expansion, lauf mit der Drohne, ja, gehst mal nach da oben hin, weißt du, keine 2 Meter von meinem eigenen Creep entfernt mit einem anderen Creep und seine Königin. Denkst du schon so, oh Gott, wenn mich die Königin jetzt verfolgt, dann sieht er ja meine Basis. Und dann wollte ich lauter Mutalisken bauen und eigentlich angreifen, weil ich dachte, mit der Luftarmee rechnet der bestimmt nicht. In dem Moment kam aber Stereotype von unten, musste ich dahin, gedacht, oh, jetzt kriege ich den, haben noch mehr Mutalisken gebaut. Dann kam plötzlich mit seinen scheiß getarnten Einheiten, ich hatte keine Detektoren. Dann hat er ganz viel gegen Lufteinheiten gebaut. Du musst auch mal was anderes bauen. Bitte? Du musst auch mal was anderes als Mutalisken bauen. Aber mit Zack ist das so schwierig. Aber die Graphen sind sehr interessant. Ich sehe gerade, meine Armeewert bei 1800 ist 0. Dann, Graphen, die muss ich mir mal angucken. Graphen sehe ich gar nicht mehr. Da muss ich gerade auch nochmal reingucken. Ja. Da war ich sogar ja beinahe mal auf demselben Stand wie Sikto. Abbaurate von Ressourcen. Alter Schwede, was hattest du denn da nochmal zum Schluss für ein Plus-Stereotype, ey? Ja, durch die Goldblasen bekommst du halt extrem viel Einkommen, ne? Ja, gut. Ausgabe für Upgrades. Ah, da waren Sikto und ich auf einem ähnlichen Stand. Ich hatte, glaube ich, aber auch alle Upgrades, die ich für meine Einheiten machen kann. Oh. Aktive Arbeiter zum Schluss überhaupt keine mehr. Weil ich keine Basis mehr hatte, wo ich was bauen konnte. Oder abbauen. Zerstörte Gebäude von Sektor 175, ja sicher. So Leute, ich würde sagen dann. Genau, das reicht. Beenden wir an dieser Stelle die Aufnahme, weil ich glaube, die ist jetzt fast eine Stunde lang. Oh, müsste so eine Dreiviertelstunde sein, schätze ich. Echt? Ich danke euch allen fürs Mitspielen, hat eine Menge Spaß gemacht. Oh ja, auf jeden Fall. Ja. Dann lustig. Oh.
Fand ich auch. Gut, und für die Zuschauer, wir sehen uns im nächsten Battle wieder, würde ich sagen. Richtig. Haut rein, tschö. Ciao.